Zahlreiche Fans des ECVSV versammelten sich wieder auf dem Villacher Rathausplatz, denn die Eislauf-Arena war Zentrum einer bemerkenswerten Veranstaltung. Bürgermeister Helmut Manzenreiter verteilte 500 druckfrische ECVSV-Kalender und 300 lässige Poster an die großen und kleinen Fans der Adler. Auf dem neuen Bildkalender sind keine Spielszenen dargestellt, jeder Monat zeigt zwei Cracks und zwar so, dass jeder Spieler in Großaufnahme klar erkennbar ist. Wir sind ja sehr stolz auf den ECVSV, er ist der Leistungsträger des Villacher Sports. Wir wollen für die Fans des ECVSV heute etwas Besonderes bieten, einerseits die Stars des VSV in der Innenstadt. Dann gibt es eine neue dreidimensionale Fotowand, wo man sich ja, mit den Stars fotografieren lassen kann und man hat den Eindruck, man sitzt mitten unter ihnen. Das ist etwas für Österreich komplett Neues. Ja, und dann gibt es die Kalender. Hunderte Fans der blau-weißen Eishockeymannschaft nutzten die Gelegenheit, die erfolgreichen Eishockeystars persönlich kennenzulernen. Die Cracks nahmen sich viel Zeit und erfüllten massenhaft Autogrammwünsche. Der Ryan fasziniert mich sehr, und weil einfach eine voll gute Mannschaft ist. Weil es ist einfach geil, die VSV-Spieler zu sehen, und wir wollten einen Kalender haben. Meine Tochter hat ein Label von Lamoureux gewonnen und das haben wir jetzt abgeholt. Ja, super. Und jetzt wollen wir noch ein Autogramm sehen. Während der Veranstaltung konnten sich die Fans vor einem 3D-Fotopoint ablichten lassen. An der Seite von Markus Peintner, John Hughes, Derek Ryan und Jean-Philippe Lamoureux entstanden megastarke Erinnerungsfotos. Ja, ich finde das eine super Sache. Ich glaube, das Näher zu den Fans ist ganz wichtig für den Verein. Und ja, wir sind gern da und man sieht die Leute, das kommt gut an und es sind viele da. Und heute werden wir einige Autogramme schreiben. Ja, ich meine, wir Spieler freuen uns natürlich auch, wenn so viele Fans da sind und mit den Kindern, man sieht, was sie verfreut haben mit den Kalendern und so. Und so wie ich schon gesagt habe, sowas muss man unterstützen und sowas gehört gefördert, ja. Fühlst du hier sehr wohl im Kreise der Fans? Ja, natürlich, ich meine, die geben uns positives Feedback und das ist immer schön, wenn man sieht, dass man gemacht wird. Wir brauchen auch die Fans, also in der Halle, und die unterstützen uns bei jedem Heimspiel, deswegen ist sowas immer wichtig für uns. Die Euphorie ist jetzt natürlich irrsinnig groß. Die Mannschaft spielt hervorragend. Wir spielen, glaube ich, sehr gutes Eishockey, ein schnelles Eishockey. Viele Tore, das lieben die Fans, das liebt Villach. Die Autogrammstunde war eine spektakuläre Aktion, lockte hunderte ECVSV-Fans an und zeigte die Eishockeystars von ihrer ganz persönlichen Seite.